So, moin moin liebe Sportsfreunde hier aus dem Saustall, den ich tatsächlich immer noch nicht so 100% weggeräumt habe. Ja, es gibt Updates zur Hydrokultur und das ein oder andere geschulte Auge wird erkennen, dass da was rausguckt. Und zwar ist das lecker Salat. Einfach mal just for fun hier bei uns im Netto gekauft. Und mal eingepflanzt und das siehst du aber in fast allen Töpfen drin. Muss ich, ja gut, das ist natürlich Wasser. Das ist natürlich jetzt gerade der Bewässerungsapparat angesprungen. Hier sieht man es auch. Da. Und jetzt muss ich gucken. Ich meine, da war auch was. Ja. Mit viel Liebe erkennt man da auch was. Also auf jeden Fall geht es voran. Auch hier hinten geht es gut voran. Ich habe jetzt bei einem nur noch das Häubchen drauf. Genau. Das habe ich aber zum Schluss, da habe ich glaube ich auch nochmal Salat gepflanzt. Da habe ich denselben Salat gepflanzt wie hier. Das ist quasi einmal da und einmal dort zu sehen. So ein bisschen als Referenz sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Also bis jetzt, wie gesagt, das ist jetzt Tag 3. Am Sonntag habe ich das Ding ja fertig gebaut. Nicht wundern, ich film gerade aus der Hand raus. Am Sonntag habe ich das Teil fertig gebaut und dann abends, glaube ich, in Betrieb genommen und halt eben auch die entsprechenden Samen eingesetzt. Und ja, da war Vollmond gewesen. Wir hatten dann 2 Tage am Stück Vollmond. Genau. Und jetzt ist Mittwoch, der, ich glaube, 28. Februar oder sowas. Ne? Ja, und die ersten Samen sind sehr gut aufgegangen. Ich werde euch da auf jeden Fall, wie gesagt, in einer Videoreihe mit auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr ein paar Infos mehr dazu wissen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selber Anregungen habt, dann einfach bitte in die Kommentare drunter schreiben. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie so ein Kübel hier im Detail, sage ich jetzt mal, zu bauen ist, dann werde ich euch das auch nochmal vielleicht einmal kurz skizzieren, sodass ihr euch dann die Sachen vielleicht selber dann kaufen könnt und euch das selber einmal zusammenbauen könnt. Das sind hier alles keine Bauteile außer Raumfahrt. Das könnt ihr in, naja, jetzt nicht alles im Baumarkt, aber schon viel im Baumarkt kaufen, auch wenn ihr keinen 3D-Drucker habt. Und den Rest, den bestellt man sich einfach ganz entspannt und dann muss man nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Also ich will ja die Produkte, das hier hinten von Nachtwerk, will ich ja nicht schlecht reden. Um Gottes Willen, versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ich weiß auch, dass es wahrscheinlich nicht nur mir so geht, wenn da draußen, man guckt sich das an, das Produkt, und sieht halt auch die Größe und denkt sich, puh, 100 Euro sind auch erstmal 100 Euro. Die musst du auch erstmal haben für so ein Hobby, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn man da frisch anfängt und neu einsteigt, ist halt das Schöne, da hast du ein System, was läuft, also wo du halt eben weißt, okay, das kaufe ich jetzt und da kann man nicht viel falsch machen. Bei dem hier, das habe ich ja jetzt selber gebaut, da habe ich ja das da hinten so ein bisschen versucht nachzuempfinden auf meine Art. So ein bisschen was im Internet mir nachgeguckt und so weiter, so ein paar Basics. Um halt auch so ein paar Basics zu kriegen, musst du jetzt auch nicht ewig viel irgendwie recherchieren oder sowas. Das hält sich da zum Glück noch in Grenzen. Das kenne ich von anderen Themen noch ganz anders. Von der Sache her hält sich das da zum Glück mit dem Aufwand in Grenzen. Aber ich kann natürlich auch wirklich verstehen, wenn man sagt, nee, 100 Euro dafür ist mir einfach ein bisschen zu viel. Da kann ich das nachvollziehen. Deswegen habe ich halt den Kollegen hier für mich selber gebaut. Und wie gesagt, wenn ich das jetzt mal so grob über den Daumen peile, sagen wir 8 Euro hier der Kasten. Ich glaube 20 Euro hier die LED-Lampe, ich meine 12 Euro die Pumpe, was habe ich gesagt, dann sind wir bei 30 Euro, 38, sagen wir 39 Euro, dann ein bisschen Schlauch, ja komm, keine Ahnung, mit Samen und Dünger, ja gut, den Dünger musst du mit dazu rechnen, ja okay, 60 Euro so ungefähr hat das Ganze hier auch gekostet. Ne, jetzt müsste man fair sein und sagen, okay, jetzt ich habe ja halt hier das jetzt gedruckt. Wenn du das halt eben nicht machst, entweder holt man sich die Sachen aus dem Baumarkt und macht das aus Holz oder halt eben, was ich schon sagte, diese Lampe hat hier oben eine Aufhängefunktion und man hat einen geeigneten Platz, wo man die Lampe halt hinhängen kann und dann kannst du sie halt auch unter Höhe verstellen. Also so hätte ich es tatsächlich gemacht, wenn ich jetzt keinen 3D-Drucker gehabt hätte. Ne? Insofern ist man da auch flexibel und ja, wie gesagt, der Kasten ist ein bisschen größer, ne? Und ja, ich werde euch da jetzt auf jeden Fall in den Tagen
auf dem Laufenden halten und bin selber mal sehr gespannt darauf, wie es dann weitergeht, wenn die Pflanzen alle draußen sind, wenn die Wurzeln lang gebildet sind und so weiter und so fort. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe natürlich hier jetzt die Dinge, habe ich jetzt eingeklebt, ne? Die gibt es auch fertig zu kaufen. Also das muss man nicht mit einem 3D-Drucker machen. Ne? Ich habe sie halt da, deswegen muss ich ja nicht alles neu kaufen. Und insofern diese kleinen Pflanzenkörbchen, die könnt ihr mal gucken, wenn ihr bei eBay, Amazon, AliExpress, scheißegal wo ihr guckt, einfach mal bei Hydroponik als Stichwort mal eingeben und dann werdet ihr eigentlich mit diesen Pflanzpötten werdet ihr zugeballert. Also die gibt es in allen Formen und Größen und Farben und Varianten und Tritratralla. Da könnt ihr, glaube ich, mit allem nichts verkehrt machen. Steinwolle, hatte ich euch schon gesagt, hier diese Mineralwolle, die gibt es auch extra für Hydrokulturen. Gibt es auch in verschiedenen Größen von verschiedenen Herstellern. Und genau, fangt erstmal einfach an und dann holt ihr euch bei den Hydrokulturen auch entsprechend was. Und Dünger auch, also müsstet ihr eigentlich alles unter dem Stichwort Hydrokultur finden. Wenn es euch interessiert, versuche ich mal eine Bestellliste mal zusammenzustellen beim nächsten Video, wo wir dann vielleicht auch mal ein bisschen auf die Technik mal einzeln eingehen. Und genau, ist bis jetzt kein Hexenwerk, aber wie gesagt, Tag 3. Ne? Also abwarten, wie es am Tag, weiß ich nicht, 20 ausschaut. Da bin ich selber sehr gespannt drauf. Also drückt mir mal die Daumen, kommentiert freilich und freulich und freudig, wenn euch da irgendwas noch einfällt oder wenn euch was aufgefallen ist oder. Einfach rein in die Kommentare mit und genau, an der Stelle ganz liebe Grüße an euch und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.